Jo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Neue Folge Update. Heute geht es unseren Golfer wieder in den Kragen. Und diese Folge baut auf der Tour Bodensee. Natürlich gesehen. Sofort draufklicken. Dann hier weiter gucken. So, worum geht's? Es geht um Felgen. Wir haben hier 4 Stück an der Zahl. Übrigens, wir haben auch einen Satz. Ein Satz war für uns und ein Satz war für jemand anders. Richtig? Die haben wir verlost, genau. Hier ist der glückliche Gewinner. Okay, cool. Also der sah auf jeden Fall mega glücklich aus. Ich hoffe, wir sind gleich aus. Wir packen die jetzt sofort aus. Hier sind übrigens die zugehörigen Reifen. Also ich kann euch schon mal sagen, es sind keine 20 Zoll, es sind 8 oder 18 Zoll, weil wir haben einen Alltagspumpe-Düse-Golf. Aber dafür ist das geil. Ist ein Pumpe-Düse-Golf? Ja. Sehr gut zu wissen. Ja, genau. SX-Design nennt sich das Ganze. Ganz wichtig, wenn ihr solche Kartons aufschneidet, stecht da nicht rein nicht wie so mit der langen Klinge. Massakrierer, weil da hat man auch ganz schnell die Felgen zerkratzt. Boah. Die sind echt. Die sind lecker. Die sind cool, die sind oder? Richtig lecker. So, die nehme ich mit nach Hause. Stell die hier drauf, für die Leute. Also wir haben Aluminiumfelgen, 8 Zoll breit, 18 Zoll hoch. Die sehen schon nice aus für unseren Langstreckenbomber quasi, oder nicht? 8x18 ist eigentlich auch ein cooles Maß. Wie findest du die, Sandro? Sandro ist übrigens hier unser Kameramann, den kennt ihr aus dem Sydney-Video. Ich finde ihn schon ganz geil, aber wie kommen die Maße zustande? Das ist Zoll, meinst du, 8x18? Ganz einfach, 8 ist die Breite. Von hier bis hier, das sind 8 Zoll. Das, also das Innenmaß quasi, genau. Nicht von außen gemessen, sondern tatsächlich. Ich rechne euch das mal eben in Zentimeter um. 20,32 Zentimeter sind von hier bis hier. Und das 18 ist die Höhe. Ist quasi, wenn wir einmal durch die Felge durchmessen würden, aber nicht von der Außenkante hier, sondern direkt dahinter, hier innen, wo der Reifen anliegt. Wenn wir hier jetzt einmal komplett den Durchmesser bis unten hinnehmen würden, dann würden wir auf ein Zentimetermaß von 45,72 Zentimetern kommen. Es sind ungefähr 45 Zentimeter, die wir dann da als Durchmesser haben. Und da kommen die Maße zustande. Dann gibt es noch ein Maß. Das ist die Einpresstiefe. Da haben wir hier 44. Einpresstiefe 0 wäre, wenn die Felgenauflagefläche, wo wir nachher eine Radnarbe auflegen, wenn die genau mittig in der Felge sitzen würde, also quasi weiter nach hier. Wir haben jetzt quasi 44 mm weiter nach außen. Dadurch kommt nachher das ganze Rad weiter nach innen aufs Auto. Bei der Einpresstiefe können wir quasi bestimmen, ob das Rad jetzt weiter raus oder weiter reinkommt am Auto. Richtig, das ist auch das Maß. Wenn man besonders tief fahren möchte, dann macht man das Rad eigentlich immer weiter rein, damit es nicht auf dem Kot für geschleift. Wenn man halt so eine sportliche Rennoptik, wie die Motorsportfahrzeuge, die sind eigentlich immer relativ bündig mit dem Kotflügel. Da würden wir jetzt hier noch Spurplatten draufpacken, dass das Rad wieder weiter rauskommt. Oder eine andere Einpresstiefe. Aber wir sehen ja gleich, wenn wir so drauf machen, wie sie zum Fahrzeug stehen und dann können wir uns entscheiden, ob wir daran noch was verändern oder nicht. Hast du das verstanden, Sandro? Ja, Mann. Ja? Okay, cool. Gut. Dann Reifen drauf. Felge aufspannt. Ganz wichtig bei Alufelgen, immer darauf achten, dass ihr diese Plastikschutzüberzüge da drauf habt. Und ganz wichtig von außen aufspannen, weil die Dinger sind für Stahlfelgen. Richtig. Aber das sieht man immer wieder, wenn ich Alufelgen bei uns Reifen gewechselt habe, neu wuchte, dass die diese Abdrücke von ihnen haben. Weil eben so ein Hi-O-Pi aus eurer Werkstatt, die andersrum eingespannt hat. Du warst das. Nee, ich habe es auch nicht gesehen, aber was ich schon gesehen habe, ich schlage mich da an Alufelgen. Ja, das auch. Erstmal mit hier, oder? So, dünn einpinseln, damit es leichter reingeht. Ganz wichtig bei Alufelgen, das Kunststoff-Einziehwerkzeug benutzen, nicht das aus Metall. Das gibt's gar nicht aus Metall. Doch, ganz sicher. Habt ihr das? Ja, beides. Das sind richtige Steinzeitklopper. Ja, in der Ausbildung war das auch so. Da hatten wir beide. Nee, ich kenne nur das mit Plastik. Für Nutzfahrzeuge oder so, weiß ich nicht. Ja, wenn man nur das aus Plastik hat, ist auf jeden Fall sicherer. So. Ja, warum drehst du die Kappe drauf? Da musst du noch Luft drauf nachher. Damit man die nicht verliert. Alles okay. Was zur Hölle? Tu die hier unten hin. Jetzt passt du drauf. Ja, also wir haben hier einen wunderschönen Reifen aus Gummi. Der hat hier auch eine Größe, vielleicht sollten wir die nochmal erklären. Also wir haben hier einen 225/40 R18 92 Y-Reifen. 225 ist die Breite des Reifens, ja? Das sind 225 mm. Das zweite, die 40, alle denken immer, das wäre auch in Millimeter, also das hier wären 4 cm, ist es aber nicht. Die 40 bezieht sich im Prozent auf die 225, also die Reifenhöhe ist 40% von den 225 mm. Danach kommt das R für Radialreifen, steht ja auch extra nochmal drauf, Tubeless Radial, also der Reifen hat keinen Schlauch mehr drin, ihr kennt das vielleicht vom früheren. Oder vom Motorrad oder vom Fahrrad kennt ihr es auf jeden Fall. Da hat man noch mit Schläuchen gearbeitet. Das ist hier nicht mehr der Fall. Dann geht es weiter. 18 ist klar für die 18 Zoll, die hier nachher zwischen sitzen. Dann haben wir noch 92 Y. Dann schmieren wir den hier auch noch mal etwas großzügiger ein.
Vielleicht kleiner Tipp, ihr braucht nicht, ich kenne das, dass die Leute wirklich bis zum Profil den Reifen einschmieren. Das ist Quatsch, wir müssen nur mit dieser Kante hier übers Felgenhorn rutschen. Deswegen schmieren wir auch nur die Kante ein. Was mir auch noch gerade auffällt, wir haben hier einen Reifen, der Inside und Outside hat. Also der Reifen hat eine Innenseite und eine Außenseite. Hier seht ihr, Outside, die muss dann natürlich auch nach außen. Warum? Weil das Profil extra so in den Reifen geschnitten ist, dass es so funktioniert, dass wir da am besten das Wasser aus den Reifen rauskriegen, wenn er so rumarbeitet. Es gibt natürlich noch Reifen, die haben eine Laufrichtung. Da habt ihr hier irgendwo immer so einen Pfeil. Oder Rotation steht da drauf mit der Pfeilrichtung, wie rum der Reifen sich dreht. Dann könnt ihr euch aussuchen, wo ihr den hinmacht. Da gibt es halt keine Innen- und Außenseite. Aber das müsst ihr auch immer einhalten, weil wie gesagt, dann funktioniert das Profil nicht richtig, wenn es andersrum läuft. Also hier Outside, die Seite nach außen. So, ganz wichtig, den Arm einstellen, bevor ihr die Felge aufspannt. Das haben wir natürlich schon gemacht. Okay, ich mach's nochmal. Das war mal laut. So, jetzt müssen. Ach so. Ja, das können wir auch noch so darüber machen. Obwohl, wir machen so. Mario. Wenn der gut gefrühstückt hat, dann braucht man gar keine Reifenmaschine mehr. Nee. Du machst das jetzt alles gerade so. Dann haben wir hier unsere erste Hilfe, die wir beanspruchen. Das hier so unsere erste Hilfe-Kasten. Dann haben wir so einen zusätzlichen Führungsarm. Der ist ganz praktisch, weil diese Reifen sind auch ziemlich hart dafür, dass sie neu sind, finde ich jedenfalls. Ja. Also gehen sie relativ stramm auf die Felge. Also benutzen wir das Ding hier, mühen uns hier keinen ab, kämpfen hier nicht einen halben Nachmittag. Drücken den Reifen damit hier runter. So gut war das Frühstück dann auch wieder nicht. Spannen wir natürlich die Felge aus und machen Luft drauf. So, wir füllen jetzt die Luft auf den Reifen. Da guckt ihr natürlich vorher in den Tankdeckel, wie viel drauf kommt. Dann habt ihr euch das nachher, das Korrigieren, nämlich schon gespart bei diesem Auto. Aua! Mann, nehmen natürlich die Finger dazwischen. Bei diesem Auto sind es, glaube ich, 2,2 Bar. Wir haben es natürlich kontrolliert. Ich habe es hier drin gespeichert. Und die macht der Sam jetzt auch selbstverständlich drauf. Worauf man noch achten muss, ist, dass der Reifen komplett auf die Felge gesprungen ist und ihr nicht denkt, weil es einmal gerade geploppt hat, dass er jetzt schon drauf ist und so losfahrt, das ist nicht so cool. Deswegen muss er erst einmal richtig drauf sein. So, der springt auch erst mal 3 Bar hier, der Reifen. So, ab an die Wuchtmaschine. Wir nehmen das einfach mal zu zweit hier. Voll schwer. Das halt ist leid, ist halbes leid. So, warte. Wir haben hier nämlich noch so ein Sicherheitsaufkleber. Habt ihr den schon gesehen? Wir dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Zentrierringe verwenden. Die sind hier auch beigefügt, weil wir die Felgen passend zu dem Golf bekommen haben. Genau. Aber zum Wucht muss der Aufkleber natürlich runter. Es gibt sogar Adapterplatten, wenn man einen ganz anderen Lochkreis hat. Zum Beispiel wie BMW. Was hat BMW für einen Lochkreis? 120. Genau, oder? Genau, irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Und da gibt es dann Adapter für. Oder zum Beispiel, man hat als Golf 2 4x100, will aber eine coole 5x100 Felge fahren, dann gibt es auch wieder. Das ist wie eine Spurplatte, wo dann nochmal Radbolzen nach außen drauf sind und dann kann man sogar 5-Loch auf 4-Loch fahren. Yes, sir. So, vorsichtig dabei. Der ist zu breit für vorne. Brauchen den anderen. Wieso? Gib mal den schon mal an, der geht so richtig schön da rein. Unsere schöne Maschine, wir müssen jetzt erstmal umstellen auf Alu. Wir kleben die Gewichte natürlich nach innen und machen nicht von außen Schlaggewichte oder sowas drauf. Also hier kommen Klebegewichte, die werden hier in die Felge reingeklebt, um eine gewisse Unwucht auszugleichen. Wenn wir das nicht machen, hat man das, wenn man so zwischen 80 und 120 km/h fährt, meistens das Lenkrad wackelt so ein bisschen und das Fahrzeug vibriert. Das kommt, weil die Reifen oder die Felgen nicht ausgewuchtet werden. Die Maschine hilft uns dabei, stellt man einmal ein, dann sagt die einem genau, wo wir welches Gewicht hinkleben müssen, damit die Felge komplett wackelfrei läuft. Genau, mit dem Arm vermessen wir dann die Felge. Wir halten den einfach dahin, wo nachher das Gewicht sitzt, bis es einmal kurz piept. So, jetzt weiß er genau, wie breit die Felge ist, wo die Klebeflächen sind. So, dann einmal den Sicherheitsschirm runter. Dann, damit uns der Reifen nicht ins Gesicht fliegt? Natürlich nicht, aber uns könnten Steinchen ins Gesicht fliegen, wenn wir vorher schon mit dem Kfz gefahren wären, sind wir aber nicht. So, das haben wir jetzt 25 Gramm. 25 Gramm. Jetzt haben wir hier unsere Klebegewichte, die sehen so aus. Sind in 5er-Schritten, also so ein Plättchen wiegt 5 Gramm. 5 Gramm ist schon mal auf die Innenseite, da schneide ich dem Sam jetzt mal eben 5 Gramm ab, ohne mir den Zimmer jetzt so. Den Finger zu zersägen. Den Zimmer zu verwegen. Hier. Kannst du dein Zimmer verwegen? Sekunde.
Das ist besser ohne Handschuhe. Das ist präziser. Genau. So, dann können wir das, wir nehmen quasi hier wie nennt man das Ding? Die Trägerfolie nehmen wir runter. Wir können das Gewicht hier einspannen, wenn wir es ganz genau haben wollen. Und dann piept er an der Stelle, wo wir es ankleben müssen, ranhalten. So, und dann haben wir es auf den Mikrometer eingebaut. So, außen sind 20, das heißt 4 5er Gewichte. Wer rechnen kann, ist gleich ein Vorteil. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Gleiches Spiel. Trägerfolie abziehen, hier einspannen das Ganze, mittig am besten, wenn es geht. So, und dann fahren wir hier den Innenpunkt an. Piep, bis er piept. Zack, nochmal nachwuchten, müsste jetzt aber eigentlich passen. Und das Ganze machen wir dann bei den anderen Felgen. Diesen ganzen Vorgang machen wir jetzt noch 4-mal, weil das Auto hat ja 4 Räder. Und dann sehen wir alles uns... 4? Ach ja. Plus Reserverad. Dann sehen wir uns am Auto wieder und gucken mal, wie das Ganze aussieht und wie das Ganze passt. Felgen sind drauf. Wir sind gespannt. Hier habt ihr nochmal den direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Haben wir gerade schon mal abgefilmt. Radkappen versus Alufelge. Alu, echtes Alu. Wir sind uns gerade ein bisschen unsicher. Wir haben gerade im ausgefederten Zustand, sieht das echt knapp aus mit ET44 vorne. Genau, weil das Rad mega weit raussteht. Wir müssen uns jetzt mal angucken, wenn er einfedert, dann geht das Rad ja leicht rein, oder nicht, dass der Sturz größer wird. Aber es passt. Es passt. Da drückt noch ein paar Wollen im Kotflügel, also, richtig. Nein, aber es ist wirklich knapp. Also Spurplatten könnten wir jetzt nicht noch dazwischen. Nee, auf gar keinen Fall. Hinten müssen wir hier. Wie sieht es aus? Ich geh mal, hinten haben wir echt noch Platz. Also die Felge ist ja ganz nice, ne? Aber Alter. Das Problem ist... Ey, guck mal, ich kann hier... Da passen 7 Hände rein von mir. Ich kann den Dämpfer untersuchen, ohne das Auto hochzuheben. Wir fahren hier so nicht rum, in jeder Kurve umfallen oder aufpassen, umzufahren, wenn man so hoch ist. Das ist nee, so können wir das Auto nicht rausstellen. Nee. Also, wir warten jetzt noch zusammen aufs Fahrwerk. Mit euch zusammen, also macht es gut. Abonniert fleißig, checkt unsere alten Videos ab. Checkt auf jeden Fall Marians Instagram-Account, wenn ihr Bock habt, auf meinen. Nur wenn ihr Bock habt, könnt ihr das machen. Ansonsten, genau. Macht es gut, ciao. Tschüss.